Die Anhaltung rund um das Moped zieht immer größer werdende Kreise. Die zwei Jugendlichen verstricken sich zunehmend in Widersprüche. Das Moped wird, solange der Zulassungsbesitzer nicht auffindbar ist, in Gewahrsam der Polizei genommen. Du musst herkommen und es abholen. Du musst der Moped abholen kommen. Mit Zulassungsschein. Sonst bleibt es bei uns. Er sagt, es ist nicht sein Moped. Wort erkennbare Theater. Ja. Weiß er, wem das Moped gehört? Weißt du, wem das Moped gehört? Nein, er weiß nicht. Ja, das ist gewohnt wahrscheinlich. Moment mal, von wo hat er den Schlüssel? Frag mal, von wo hat er den Schlüssel? Er hat's von der Straße gefunden. Ja, komm, das kannst du aber nicht erzählen. Da ist Moped, und den Schlüssel und dann Helm dazu. Und die Versicherung wahrscheinlich, ne? Servus. Hallo. Sort? So, wie schaut's aus? Was macht ihr da? Was soll das bitte? Du sagst einfach, du findest einen Schlüssel auf der Straße, das gibt's nicht. Ich finde einen Schlüssel auf der Straße und kann nicht riechen, dass das nächste Motorrad passen tut. Was soll das? Was spielt ihr? Mehr Kette mit, bringt auch irgendwas. Nein, ja, bist du jetzt Sort oder nicht? Wer ist jetzt dran? Ja, mein Freund, hörst du mal zu. Erstens, der Peter sagt zu du, dass du die Schlüssel ihm gegeben hast. Erstens. Zweitens. Wie sind wir mit dem Haus? Das gibt's nicht auf der Straße finden. Das kannst du mir nichts erzählen. Da brauchst du mir das nicht erzählen. Ja? Das ist ja Blödsinn. Wenn du mir sagst, auf der Straße einen Schlüssel gefunden, passt auf den nächsten Motorrad auf, am Mofa drauf, da kann ich das nicht glauben. Was willst du mir erzählen? Im Moment hat sich noch keine Klarheit reingetan in die ganze Sache. Der Freund, von dem der Bub meint, dass ihm das Moped geborgt hat und der redliche Besitzer ist, der gibt am Telefon auch, er weiß auch von nichts, er weiß nicht, wem das Moped gehört. Den Schlüssel hat er irgendwo gefunden auf der Straße. Also das ist äußerst fragwürdig, das Ganze. Ist im Moment für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, ob das irgendwie wieder rechtlich erlangt worden ist, das Fahrzeug oder nicht. Wie kann man da Licht ins Dunkle bringen? Ich habe mich jetzt bemüht, über unsere Leitzentrale am Bezirkswang an die letztbekannte Zulassungsadresse zu entsenden und dass man der vor Ort vielleicht Licht ins Dunkel bringen kann, ob das Fahrzeug vermisst wird oder nicht vom letzten bekannten Besitzer. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Der Zulassungsbesitzer ist nicht auffindbar. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, das Moped gestohlen zu haben. Man muss auf jeden Fall eine niederschriftliche Einvernehmung der Jugendlichen machen. Und da jetzt gerade die Angehörigen vor Ort sind, werden wir das im Anschluss unmittelbar gleich durchführen. Was hat das ergeben bei der Zulassungsadresse des Mopeds? So, an der Wohnadresse des Zulassungsbesitzers waren die Kollegen jetzt. Und leider Gottes ist dort niemand anwesend. Sofern haben wir auch keine neuen Angaben oder zielführenden Angaben zu dem Vorfall einholen können. Das heißt, theoretisch besteht noch der Verdacht des Diebstahls? Theoretisch besteht der Verdacht, genau. Das Moped wird an Ort und Stelle mit einem Polizeischloss versehen, um es vorläufig vor Diebstählen zu sichern. Die Jugendlichen werden zur Einvernahme aufs Revier gebracht. Bei der Einvernahme darf aus Datenschutzgründen nicht mitgefilmt werden. Im Verhör bringen die zwei Jugendlichen die Wahrheit ans Tageslicht und bestätigen den Diebstahl des Mopeds. Was haben die Ermittlungen jetzt ergeben? Es hat sich in dem Fall Folgendes ergeben und abgezeichnet. Im Zuge der schriftlichen Einvernahmen hat uns mehr oder weniger der eine Jugendliche, den wir angetroffen haben, dort als Lenker des Mopeds, hat uns einen zweiten Täter genannt. Und nach eingehender Befragung, noch intensiver, hat der abgelegt und hat gesagt, dass das Moped am gestrigen Tag gestohlen wurde in Wien-Meidling. Es ist angeblich der Schlüssel gesteckt, es war ein parkendes Fahrzeug. Sie haben den Schlüssel an sich genommen und haben dann das Moped entwendet, mehr oder weniger, und sind mit dem Moped seit gestern unsinnig im Grasumrad umgefahren und heute durch Zufall von uns gestoppt worden. Sie haben gesagt, das sind mehrere gewesen. Wie hat sich das abgespielt? Ja, das war eine ganze Gruppe von Burschen, haben sie uns erzählt. Die sind gestern, haben sie die am Weg gemacht und sind umhergestreift in Meidling. Und in einer Seitengasse haben sie das Steh gesehen und zwei von denen waren so witzig und haben dann den Schlüssel genommen und in weiterer Folge auch das Moped dann
an sich genommen mit dem Schlüssel und haben es dann in Betrieb genommen und sind bis heute um und um gefahren. Die zwei Burschen kriegen eine Anzeige und werden entsprechend dann vom Jugendgericht behandelt. Der Autoliebhaber Stefan aus Niederösterreich ist mit seinen Freunden im Konvoi zu der Tuningmesse in Wieselburg unterwegs. Die Autos stehen hauptsächlich das ganze Jahr in der Garage und werden nur zu besonderen Anlässen ausgefahren. Zu hoch wäre das Risiko, das Auto zu beschädigen oder in eine Polizeikontrolle zu geraten. Um das Auto vor Schmutzeinwirkung zu schützen, wird das Lenkrad mit speziellen Handschuhen angegriffen. Das Auto fährt man nur mit weißen Handschuhen. Ja, wegen der Nähte. Kurz hoch, nein. Geht schon. Und als Kfz-Techniker hat man nicht immer die saubersten Hände. Sobald ich einsteige, ziehen wir die Handschuhe an, weil alles weiß gedert ist, also so Bentley-Leder. Und bevor ich was dreckig mache, das fühle ich gut, verhaue eigentlich, zieh mal lieber Handschuhe an. Entschuldigung. Würde da jemand ohne Handschuhe mitfahren? Also ohne Decke am Sitz nicht. Ohne Handschuhe schon, wenn er nichts angreift. Oder wenn er sauber ist. Das mühevolle Abkleben hat sich bezahlt gemacht. Der Regen konnte der Politur des Autos nichts anhaben. Es ist schwierig, das runternehmen. Mit den Nägeln auch. Die sind in Wagenfarbe, da passend dazu gemacht. Also das Airbrush, was auf der Motorhaube ist. Jetzt passt genau zusammen. Mit Muster. Wenn es dann herunten ist, könnte man es dann dazugeben. Das ist mein erstes Auto. Die große Liebe. Ich habe sogar die Fahrgestellnummer tätowiert. Aber ja. Wo? Am Fuß. Am Rist. Seitlich. Fahrgestellnummer tätowiert. Der Tätowierer hat mich gefragt, ob ich wo angerannt bin oder eben zu viel Benzin oder sonst was geschnüffelt habe. Aber ich sage immer, Tätowierungen sollen eine Bedeutung haben. Es ist wie wenn ich, jetzt übertrieben gesagt, den Namen von einem Kind tätowiere. So ist halt das Auto, aber ja. In Wien fahren Verkehrspolizisten in einem Zivilfahrzeug beliebte Plätze von Autotunern ab. Eine große Tankstelle auf der Triester Straße ist ein beliebter Szenetreff, um aufgemotzte Autos zu präsentieren. Dabei sticht den Polizisten ein typisches Auto ins Auge, das in die Kategorie der sogenannten Roadrunner fällt. Ist gut. Ich zeige Ihnen das, die ganze Genehmigung. Ja, super. Das ist ein bisschen kompliziert. Gehen wir am Gehsteig auf, da finden Sie es nicht zusammen. Schauen wir mal, was er genehmigt hat. Es gibt ja auch brave Roadrunner, die was alles genehmigt haben. Aber wollen wir mal schauen. Das müssen wir jetzt einmal abklären. Ja. Dann müssen wir mal die Genehmigung. Von den Felgen? Ja, überhaupt. Alles. Felgen, Fahrwerk, Reifen. Was haben Sie denn auf dem Auto alles umgebaut? Felgen, Fahrwerk. Eigentlich Grundprinzip vieles. Warum macht man sowas? Das ist der Reiz. Jugend halt. Ganze Geld ins Auto pulvern. Der Kollege nimmt das schon sehr genau. Ja, na klar, das muss man ganz genau messen. Der misst jetzt die Radausmitte mit der Radauskante, das ist eingetragen. Und das darf sich normalerweise mal ein paar Millimeter variieren, aber keine Zentimeter. Und das geht's. Sobald das einmal kleiner wird, das Maß, wisst man ganz genau, dass da was umgebaut ist. Die Windefahrwerk habe ich noch nicht runtergeschaut. Technische Vorkenntnisse, dass man das kontrolliert. Ja, das ist schon. Aber das jahrelange Außendienst, sagt man da bei uns, das geht schon. Wie ist das aus? Schlecht. Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Stimmt das nicht? Nein. Es stimmen zwar die Abstandsmaße, aber ich habe am Cut 8,5 cm und das, glaube ich, ist auch dazu nicht so typisiert. Machen wir es kurz und schmerzlos, Sie folgen uns. Wir fahren zur technischen Überprüfung. Und okay, bei der Sterngasse. Papiere holt man sich dabei, ja? Die
Aussteller der Tuning Days legen bei ihren Umbauten mehr Wert auf das Aussehen und die Inneneinrichtung als auf Schnelligkeit. Trotzdem müssen alle Änderungen typisiert oder mittels eines Einzelgutachtens genehmigt werden. Obwohl manche Umbauten für den Verkehr nicht mehr geeignet sind, gehen manche Autotuner das Risiko ein, erwischt zu werden. Komm, Alter. Ist es erlaubt, das einzubauen in ein Auto? Laut Gesetz nicht. Aber Gesetze sind dagegen gebrochen zu werden. Na, Spaß. Erlaubt ist natürlich nicht. Es gibt natürlich Systeme, die eingetragen wurden, aber zurzeit ist eine illegale Geschichte mehr oder weniger in Österreich. In Deutschland wird es typisiert, in Teilen Europas auch, aber in Österreich zurzeit unmöglich. Das heißt, damit darf man nicht auf der Straße fahren? Nein, leider nicht. Also für das gibt es offiziell keine Typisierung, sprich eigentlich keine Straßenabnahme, nicht erlaubt auf der STVO. Leider, wobei sie eigentlich so ein super Spielzeug ist. Wenn es schon unerlaubt ist, dann machen wir es gar richtig unerlaubt. Natürlich alles, was illegal ist, versucht man zu kaschieren. Ich fahre wie ein originaler Vierergolf auf der Höhe, dass es nicht auffällt. Und was würde passieren, wenn Sie damit erwischt wären? Ja, dann sage ich Papa, liebes Kennzeichen. Und entweder ich baue alles wieder um und zeige mein Fahrzeug wieder vor. Oder Kennzeichen nie wieder gesehen. Das ist ja immer auf dezent gemacht. Also ich habe nur ein bisschen tiefer gelegt, andere Felgen rauf, die lackiert, dann das Auto komplett orange lackiert, im bösen Blick auf der Motorhaube, also die Motorverlängerung. Ja. Und viel mehr ist, der Innenraum ist halt gledert, aber der ist leider noch nicht fertig. Und das ist erlaubt vorne so bei den Scheinwerfern? Ja, also ich habe drinnen im Auto von TÜV Österreich ein TÜV-Gutachten davon. Und eigentlich müssen wir es auch noch eintragen lassen, aber meistens sagen sie eh nichts dann, wenn man ihnen das TÜV-Gutachten zeigt. Man muss halt dann eben aufpassen, dass er nicht zu weit runterkommt und so, weil damit das Licht nicht stört. Das ist halt ein bisschen schwierig, dass man da auf einem legalen Weg bleibt. Stefan möchte mit seinem Fahrzeug auf Nummer sicher gehen und hat für einen Großteil der Änderungen ein Einzelgutachten erstellen lassen. Das ist so ein Gesamtgutachten, da steht halt alles drin, was man umgebaut hat. Felgen, Fahrwerk, die Hechen, volles Programm. Und den Zulassungsschein selber auch nochmal für Stoßstangen. Spiegeln und so weiter. Aber das ist halt das Wichtigste. Einzelgutachten, da hat man schon fast sagen, einmal gewonnen. Wenn auch eine Polizei sieht, okay, da ist ein Einzelgutachten da, das heißt, das Auto ist einmal irgendwo genommen worden und somit ist besser nicht. Ist das schwierig, das zu bekommen? Nein, schwierig nicht. Aber es ist mehr Aufwand, wie wenn ich nur typisieren fahre. Wenn nur typisieren, da sage ich jetzt einmal, da kann ich eine Stoßstange eintragen lassen und zum Beispiel einen Seitenspüler. Es sind aber in einem Zulassungsschein nie Fotos drinnen. Das heißt, es kann nie einer sagen, okay, dass die wirklich genau die Seitenschwüler da oben sind. Wenn man zum Beispiel bei einer auffällt, sieht der laut die Fotos genau, okay, die Seitenschwüler sind da, die Stoßstange ist da. Ich kann ihm gar nicht anliegen. Weil viele sagen dann, naja, weil weiß, ob das alles oben ist, was auch verbaut worden ist. Und somit die Fotos ist ganz einfach, sagen, da schau her, da ist so gebügelt, den Rest darfst du schon machen. Da kann er dann, wenn er will, eine halbe Stunde im Gras rennen, ändert sich nichts. Bei einem Zulassungsschein steht eben nur drinnen was. Das ist natürlich nicht nachzuvollziehen zum Ziel. Weil die Nummern stehen meistens irgendwo hinterbei von den Teilen. Da sehe ich keiner hintere. Da kann ich dann natürlich signieren. So nicht. So sage ich, da hast du ein Foto, schau dann an, geht deine Runden und fertig. Der angehaltene VW-Fahrer in Wien hat nicht für alle Umbauten seines Fahrzeugs ein Gutachten. Bei der Landesprüfstelle kontrollieren Techniker der Polizei das Fahrzeug. Die Nervosität des Lenkers nimmt zu, obwohl er angibt, alles legal umgebaut zu haben. Was könnte dem Lenker am schlimmsten passieren? Das Kennzeichen wegfällt. Kennzeichen wegnehmen ist das ein Problem, weil da hat er Vormerk gelegt und hat eine große Schwierigkeit. Ich meine, je nachdem, was da jetzt rauskommt. Wenn es sei, dass so mancher Jugendliche so wie der ist, dann gleich zusammenbricht, aber sein heiliges Fahrzeug. Haben wir schon gehabt, ja, klar. Haben wir alles schon gehabt. Wie hat sich das dargestellt ungefähr? Ja, der hat voll zum Rennen angefangen, wirklich wie ein kleines Kind. Ganz schlimm, ne? Was ist Ihnen das Auto wert? Mehr als die Freundin. Das Auto ist Ihnen mehr wert als die Freundin? Ja. Der eingebaute Auspuff wurde zwar geschickt getarnt, dem erfahrenen Techniker entgeht jedoch nichts. Naja, er hat da einige Genehmigungen von verschiedenen Landesregierungen.
Wo ein Remus Mittelschuhteam von Engelteam Vereiterung ist, aber noch genauer nachschauen, ist kein Remus. Ja, da müssen Remus draufstehen, genau die Typnummer und E-Nummer, die er da in die Genehmigungsdokumente drin hat. Und noch genauer nachschauen, steht da Technik und dann ist von der aufgeschweißt das Blechplan mit Evo 021. Also der Vergleich lässt den Rückschluss zu, dass es nicht mit der Genehmigung zusammenpasst. Ein Opel quasi für die Arbeit fahren. Folgendes. Führerschein, Zulassungsschein. Bitteschön. Die Mappe. Danke. Das ist das Gutachten. Da steht jetzt genau drauf, was für ein Lenkrad, der Auspuff und die Hackgurte. Okay? Da ist die Rechnung für die 40 Euro. Mhm. Das gehört Ihnen. Bitteschön. Und der Rest kommt wie besprochen. Ja, schauen Sie halt, dass das wieder zusammenkriegen. Okay? Toll. Und wenn Sie so brav sind und so viele Gutachten mitführen, dann war es halt an der Stelle gewesen, dass Sie das Gutachten vom Auspuff auch mit haben, oder? Sonst jetzt dazu, dass Sie Anzeige kriegen? Damit muss ich leider leben. Kann eh nichts ändern daran. Was wieder Anzeige? Es ist ein anderes Lenker drinnen, es sind Gurte drinnen, die nicht typisiert sind und der Auspuff ist auch getauscht. Da die Umbauten keine Gefahr im Verzug darstellen, darf der Lenker vorerst sein Fahrzeug in Betrieb nehmen. Bis zur Vorladung bei der Landesprüfanstalt muss er sein Fahrzeug ordnungsgemäß umbauen, sonst verliert er das Kennzeichen für sein Auto. Der Streifzug durch Wien auf der Suche nach Roadrunnern geht weiter. Dabei erweckt ein Ferrari die Aufmerksamkeit der Polizisten. Das Fahrzeug fällt zwar nicht in die Kategorie der Autotuner, ist allerdings viel zu schnell unterwegs. Die Verfolgung wird aufgenommen. Fahren Sie uns nach, bitte. Warum haben Sie das Fahrzeug angehalten? Eine übermäßige Geschwindigkeit überhöhte. Und ausgebrochen ist er in einer fast, gell? Kommen Sie zu mir, bitte. Bitte. Was ist fast? Ich sag, das Auto ist in einer fast ausgebrochen auch. Ja, hinten ist Heck. Das haben wir ja gesehen. Ja. Da habe ich nicht so drauf. Ja, wir haben es gesehen. November 2011. Ja, der November ist es wieder. Das ist ja gestanden jetzt den ganzen Winter in der Garage. Ich habe ja, wie Sie sehen, nicht nur ein Auto. Ja, ja. Klar. Sondern ein Kennzeichen und noch ein Kennzeichen und noch ein paar Autos. Sind Sie ein Sammler, was sowas betrifft? Na, sammelt sich halt an. So ein schönes Auto. Stimmt, so ein 75er Baujahr oder 76, 75. Von denen gibt es nur 800 Stück. Ich bin des Öfteren schon ohne Kennzeichen gefahren, aber da kann man mich ja schwer aufschreiben. Das ist richtig. Was muss der Herr jetzt bezahlen? 35 Euro. Wegen was? Im Schnellfahren. Pickeltermin hat er gesagt. Aber von der Anzeige können wir leider nicht absehen. Währenddessen bemerkt Kollege Andreas einen Motorradfahrer, der sein Kennzeichen falsch montiert hat. Der Verkehrspolizist kennt diese Tricks, um von Radargeräten nicht erkannt zu werden. Bitte Ihren Führerschein und Zulassungsschein, bitte. Zulassungsschein bitte vergessen. Bitte? Zulassungsschein bitte vergessen. Ihren Führerschein. Wem gehört das Motorrad? Nein, ich bin für ein paar Tage angemeldet. Aber oh, bezahlt alles. Und das bleibt für alle Papiere. Zulassungsschein. Und jetzt will ich probieren mit dem Kollegen fahren. Das weiß ich nicht, wie das ist. Mhm. Das ist schon mein Name. Was ist Ihnen aufgefallen bei dem Motorrad? Naja, wir sind zwar schon im Jahr 2012, nur trotzdem blitzen unsere Radargeräte eigentlich von hinten und nicht von oben. Und das Kennzeichen kann maximal ein Satellit lesen. Also das funktioniert gar nicht. Ja, das. Naja, nicht besser. Also entweder wenn ich schon irgendwas an meinem Fahrzeug verändert, dann muss ich es aber so verändern, dass das ein bisschen was gleich schaut. Aber das. Also das ist ja der vollkommene. Also wer soll denn das lesen können? Das können nicht einmal Sie lesen, wenn Sie dahinter stehen. Das
Strecke auch um das ja. Naja, von Wagen. Oben. Naja, dann muss man es halt ein bisschen runterbiegen. Wenn ich schon andere Kennzeichenhalterung montiere, ja, dann muss ich es halt so montieren, wie es erkehrt. Ja? Und sowas gibt's nicht. Ja? Warum haben Sie das so schräg montiert? Das soll nicht schräg montieren, das irgendwer machen, schräg oben und unten, das geht alleine. Das bin ich nicht gemacht, Kollege oder irgendwas. Ich hab das immer festgeschraubt. Na? Sehr fest, geht nicht fest. Naja, wenn es festgeschraubt wäre, dann könnten Sie es nicht bewegen. Nur schweißen. Bitte? Nur schweißen. Nur schweißen. Ja, wirklich, das geht bewegen. Bin ich ganz fest gemacht. Mit irgendwas halt ein Kollege gemacht oben, da haben Sie ein Problem oder irgendwas. Das bin ich gesehen. Ja, probieren Sie es jetzt einmal runter, dass das ja jeder lesen kann, bitte. Ja, weiter. Ja, wird schon. Das Kennzeichen ist eine Anzeige und das Nicht-Mitführen der Zulassungsbescheinigung kann er vorhin. Die Zulassungsabfrage hat die Richtigkeit der Angaben bestätigt. Die Anzeige für das falsch angebrachte Kennzeichen kommt mit der Post. Das 9. internationale Tuning-Treffen zieht jährlich tausende Autoliebhaber nach Niederösterreich. Rund 480 ausgestellte Fahrzeuge liefern den Tuning-Fans neue Anstöße zum Umbauen und zeigen neue Trends in der Szene. Paragraph 8 ausgenommen, ich habe Abgasverhalten bin ich ausgenommen, Abgasgeräuschkulisse bin ich ausgenommen. Yes. Also Genehmigung durch Sport. Also Ausnahmegenehmigung, das ist der Unterschied. Nein, es ging auch nur in Vorarlberg, also wir sind durch alle Bundesländer, die meisten das abgelehnt, weil die, weiß nicht, in Österreich legen sie sich halt quer bei solchen Exoten, leider. Und in Vorarlberg hat das geklappt und es ist einfach nur vielleicht ein bisschen Glück dabei. Und Finanzen lösen manche Probleme. Ja. Aber es macht mehr Spaß, so, wenn ich keine Angst haben muss. Also, ich wohne in Wien auch noch. Ja, wie war das? Wenn du um 3 in der Früh im Schichtdienst aufstehst und die Nachbarn beschweren sich, dann kriegst du eine Anzeige nach der anderen, wenn du es nicht belegen kannst. Ne? Warum ist Ihnen das wichtig, dass das Auto so laut ist? Das ist ein Effekt von der Leistung. Also mir ist das nicht wichtig, ob es laut ist, aber mit dem Motor muss es. Möglichst schnell die Abgase raus, das geht mit viel Durchmesser und viel Durchmesser ist laut. Und laut ist nicht schnell, das muss man der Polizei sagen. Der Thüringer hat jetzt sagen, Lärmfahrer sind hörbarer, oder? Auch noch, ja.